Ja, bitte, Jungs. Nein, wer von dir? Alle, die hier stehen. Ausnahmslos haben es letztes Jahr geschafft, Königshagen und damit den Hagener Basketball wieder dahin zu bringen, wo er hingehört, nämlich in die GBL. Und ich fange erst einfach mal außen an. Die Jungs sind ja bekannt, da müssen wir jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Da drüben der große, mächtige Mann. Michael. Mannschaftskapitän, das Herz der Mannschaft, der die Jungs immer wieder nach vorne treibt, der einfach wichtig und von Königshagen nicht mehr wegzudenken ist, Matthias Grote! Ja, und daneben, der junge Mann, der kann es auch gar nicht richtig glauben. Vor 2 Jahren, Regionalliga Nord, Nisbedel, kurz vor der Nordseeküste, ne? Da oben und auf einmal 2 Jahre später in der BWL, absolut entwicklungsfähig, super Typ, unheimlich nett, und Schwiegersohn, ne? Wir begrüßen ganz herzlich Christoph Schott! Ja, und daneben ein Hagener Urgestein, der konnte gar nicht anders als in Hagen Basketball zu spielen. Ich habe das, glaube ich, hier oben schon mal gesagt. Mutter, Tante, weiß nicht, wer alles noch in der Familie Basketball in der Hand gehabt hat. Und jetzt gehört er auch schon fast zum Stamm in der Königsmannschaft. Tom Pause! Das gleiche gilt für den Herrn mit der Götz-Alsmann-Tolle da. Gerade wieder aus den USA zurück, war lange unterwegs, da unten steht der Papa, die Haarfarbe. Was nicht so ganz, ne Max? Aber immerhin, auch Vater Basketballer, Bruder Basketballer, er hatte auch keine Chance, irgendeine andere Sportart zu erlernen hier in Hagen. Janik Opitz! Ja, und dann jetzt in der Mitte. Ja. Überspringen wir. Einer, der letztes Jahr viel Pech gehabt hat. Ein Riesentalent. Mit seinem Ungestüm. Nicht ganz vorsichtig gewesen im Spiel. Hat sich böse, böse verletzt. Hat sich wieder rangekämpft. Auf dem Weg. Auch in Nationalmannschaften. War jetzt beim Lehrgang. Leider hat es nicht ganz gereicht. Aber das kommt noch. Herzlich willkommen, Malte Schwarz! Ja, und dann jemand, von dem alle eigentlich sagen, das wollte ich jetzt nicht zu kurz steigen, aber der hat wirklich im letzten Jahr mit die größte Entwicklung gemacht in der ganzen Mannschaft. Super trainiert, super gespielt, hat dann auch seine Spielanteile bekommen und war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auf dem Weg in die BWL. Auch ein echter Hagener, Dominik Spohr! Ja, klar. Ja, und da der Große, der war ja letztes Jahr das erste Mal dabei. Ein Baustein in der Phoenix-Arbeit, der sicherlich den Weg geebnet hat, den Erfolg, den wir jetzt gehabt haben, endlich zu erreichen. Wir sind unheimlich stolz, dass er immer noch bei uns ist und auch noch weiter spielen will, obwohl er schon ein relativ hohes Alter erreicht hat. Wer das Zeichen gerade gesehen hat, ne? Der Bernd sagt immer, ich wäre eine Heulsuse, weil in Bayreuth nach dem Spiel war ich so fertig, da habe ich einfach geheult. Seitdem ist das taktische Zeichen. Ne? Herzlich willkommen hier, Bernd Truhl! Sehr schön. Ich glaube, das war Meier, muss ich heute entschuldigen. Er ist noch im Urlaub, in seinem wohlverdienten Urlaub. Dafür ist heute, wie immer, sein Co-Trainer da. Herzlich willkommen, Steven Reach!
Ja, und dann ist da noch der Mann, der so im Hintergrund alle Fäden in der Hand hält. Seit einigen Jahren glänzende Arbeit für Phoenix Hagen leistet. Das kann man ja auch an den Ergebnissen sehen. Das kann man an dem Erfolg ablesen. Und man kann einfach nur hoffen, dass das jetzt vielleicht nicht in so Riesenschritten, aber dass es immer kontinuierlich weitergeht mit seiner Arbeit, mit seiner erfolgreichen Arbeit. Herzlich willkommen, Olli Erkelmann! Olli, kommst du bitte auch mal eben zu mir, lass dir mal ein Mikro geben von Manfred. Hallo Uwe. Er hat übrigens Uwe gesagt, normalerweise sagt er Hans-Uwe. Das ist der einzige Mensch in Hagen, der zu